So, dann geht's mal weiter. Hier mit dem Holz waren wir dran noch gewesen. Jetzt hier das Haus weiterzubauen. Stimmt, genau, richtig. Ja, so sah es aus. Genau so. Also alles klar, wir bauen unser Haus jetzt zu Ende. Ich wollte das schon so ein bisschen Mischmasch haben. Ich gucke mir das jetzt mal erstmal an. Und sobald das Haus steht, machen wir Peaceful aus. Jetzt gucken wir mal, wie das aussieht, wenn wir hier zwischen diese Lage machen täten. Ich glaube, mit diesem Pack werde ich nicht so ganz glücklich werden. Mit diesem Tech-Job-Pack. Wir brauchen erstmal anderes Holz. Das ist definitiv klar. Das andere ist mir einfach wirklich zu hell. Kann aber auch daran liegen, dass wir ja schon den Shader anhaben. Ich könnte den Shader auch mal ausschalten. Testungsweise. Das können wir mal machen. Und dann können wir ja mal irgendwann uns mal nochmal dazu entscheiden, den wieder anzumachen. Ich mache den Shader jetzt mal, glaube ich, aus Spaß mal einfach aus. So würde das jetzt ohne Dings aussehen, ohne Shader. Ich weiß, das ist ein bisschen langweilig, oder? Aber es läuft natürlich dann dementsprechend, obala, fluppischer, ne? Viel, viel fluppischer. Ich denke mal für die ersten Folgen, ach, das ärgert mich ja wie die Pest. Dauert trotzdem, bis da hinten alles kommt. Das ärgert mich ja schon so ein bisschen dann. Ne? Wir können mal gucken und versuchen, erstmal ohne auszukommen. Ihr habt ja die erste Folge, könnt ihr mal sehen, wie das ungefähr war mit Shader. Mit Shader und jetzt ohne Shader. Und ob das euch erstmal egal ist, ob ein Shader an ist oder nicht. Oder vielleicht könnt ihr mir einen Shader sogar empfehlen. Vielleicht sogar einen anderen YouTuber, der das mal online gestellt hat, der einen nicht so in die Knie geht. Ich kenne mich mit diesen Shadern leider nicht so aus. Ich weiß nur von vielen und auch von selbst jetzt natürlich, dass das immer so eine Sache ist mit der Leistung, dass die halt so in den Keller geht. Ne? Aber wie gesagt, wir nehmen jetzt mal hier das Texture Pack. Mich stört das auch mit dem Wasser dann und so. Ne? Das Wasser sieht dann echt scheiße aus. Dann vielleicht wenigstens ein HD-Pack benutzen wir beim nächsten Mal. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Da müssen wir mal kicken. So, jetzt gucke ich mir, wie das aussieht, wenn wir das Holz jetzt so rein hier hinbauen. So hin. Sieht das was aus? Sieht das was aus? Sieht das nichts aus? Bei dem Texture-Pack bin ich mir nicht so sicher, ob das was aussieht. Mich ärgert das, dass ich meine alte Welt nicht irgendwie weiterspiele. Gerade so. Weil ich wieder bei Null anfange, so. Ich ärgere das mit dem Shader, echt. Ich hätte so gerne einen Shader. Wenigstens eine Reihe mit diesem Holz mal machen. Und sobald wir dieses Haus gleich fertig haben, ich habe schon wieder vergessen, meine Stoppuhr anzumachen. Sieht auch sehr interessant aus da oben, das. Was Minecraft nach meiner Meinung noch einführen könnte, wären Zugvögel oder Zugvögel. Vögel an sich. Fledermäuse haben sie ja auch schon. Wie wäre es denn mit schönen, süßen Vögelchen, die hier rumflattern und pfeifen? Klar gibt es dafür wieder irgendwelche Mods und sowas, aber ich bin so kein Fan von Mods, mal ganz ehrlich gesagt. Ich benutze sie nicht gerne, außer diese Shader-Mod, okay. Ja, die macht die Sache schöner. Aber so dieses extra Getue, dass man fliegen kann mit einer Rakete oder mit dem Auto durch die Gegend fährt oder dass es dann auf einmal Tiere gibt, die gar nicht drin sind. Wenn Minecraft von sich aus das irgendwann mal reinmacht, okay, finde ich schön. Ich muss mir das Spiel nicht so weit verändern, dass ich dann da fliegende Ponys habe oder Einhörner oder so ein Scheiß. Ja. Oder Kängurus oder sowas. Wie sieht es bei euch aus? Wie ist das mit euch? Habt ihr gerne sowas? Sie haben ja einen sehr großen Beliebtheitsgrad, deswegen, sonst wird es sie ja gar nicht geben. Also wie sieht das mit euch aus? Spielt ihr lieber mit so Mods oder spielt ihr lieber so original, wenigstens das Texture Pack und so ein Shader, okay. Aber das war's? Oder spielt ihr gar nicht mit überhaupt gar kein Texturenpaket? Habe ich auch mal eine ganze Weile noch gemacht jetzt. Ganz normal so gelassen, wie es ist. Das sieht auch nicht schlecht aus, wenn wir jetzt hier so den Boden so machen. Nein, das passiert mir jedes Mal. Ich sehe auch gerade meine Stonehack.
Heck, was sag ich denn da für ein Scheiß? Meine Steinaxt macht sich gerade ein bisschen von dann. Naja. Mal schon wieder. Also wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare oder bei Facebook. Würde mich interessieren, was ihr lieber habt. Mit den ganzen Mod-Gedöns und hin und her und sowas. Oder ist bei euch eher so, dass ihr sagt, ne, Classic ist mir immer noch am liebsten. Und so bleibt es auch. Ich muss mich gerade mal hier anders hinsetzen. Ich krieg so, wie ich hier sitze, kriege ich ja Armsch. Aua, der Stuhl. Also wenn das ab und zu dieses Knacken und Knacken, das ist mein Stuhl. Ich brauche einen neuen. Unbedingt. Wenn einer einen Stuhl zu verschenken hat, sagt Bescheid. Aber ein Computerstuhl natürlich, ne? Das andere kommt mir nicht in die Tüte. Jede zweite Reihe? Gucken wir mal. Das ist natürlich sehr hohes Holzaufkommen jetzt, weil das ja voll die Verschwendung ist. Aus diesem bisschen Holz hätte ich jetzt viel mehr rauskriegen können. Es wird schon wieder dunkel. Wie gesagt, Peaceful noch an. Aber nicht mehr lange. Und dann nehmen wir das Weiße. Genau, so machen wir das. So machen wir das. Deswegen können wir für den Baum haben wir auch eine Verwendung hier jetzt. Lalala, ich hacke Holz. Lalala, lalala. Ja, ist ja schön, mal wieder Minecraft Let's Play. Ich glaube, das wird ein etwas längeres Projekt diesmal. Und ich hoffe, ich habe jetzt auch mehr Zuschauer wie damals. Und damals war ja, wie gesagt, mein Ton für den Bobbes. Mein Ton war ja AA. Mein Ton war ja richtig AA. Jetzt habe ich das falsche Holz aber noch. Also der Shader wäre schön, natürlich. Ach man, jetzt geht mir die Axt finito. Also der Shader wäre echt schön. Shader war echt schön. Jetzt brauche ich stundenlang für den Baum zu zerhacken mit der Hand. Aber willst du machen? Ne? Ein Light Shader ist ja auch drauf. Da stimmt auch irgendwas nicht, dass es direkt wieder wegmacht. Normalerweise müsste es doch bleiben. Naja, das ist alles, muss noch alles einstellen. Weil es ist was anderes, wie wenn man jetzt normal spielt. Ja, wie du und ich so jetzt ganz normal spielen. Oder halt spielen. Das Holz könnte ich auch verwenden dafür, oder? Sieht doch gleich aus von oben. Ja. Gibt da halt einen großen Unterschied. Wenn ich aufnehme dabei, die Fresse davon. Oder ob ich jetzt nicht aufnehme. Dann ist die Grafik ganz, also ist die Strappe, na, wie nennt man das? Ich soll ein bisschen ausdrücken. Die Framerate ist dann viel mehr im Keller, wenn ich aufnehme. Natürlich ist klar, als wie wenn ich jetzt hingehe und das normal zocke. Deswegen habe ich es ja versucht, ne, mit dem Shader. Weil ich mir eigentlich dachte, ja gut, okay, das muss ja funktionieren. Ja, im Normalen ist es ja auch, hat es ja auch funktioniert. Gibt es da jetzt Unterschiede, wenn ich den so hinstelle? Ne, gibt es nicht. Gut, alles klar. Bett weg. Nee, so wären wir nicht glücklich. So wären wir immer, oh, Entschuldigung, voll reingepustet. So wären wir leider nicht glücklich. Wir müssen uns eine Schippe bauen. Wir müssen, guck wie cool, eine Hake richtig gewesen. Wir machen uns noch so eine Holz und dann machen wir uns noch was Holz, ey, wenn ich das sehe, ey. Da wird mir schlecht. Aber wir wollen das in Ruhe angehen. Ich will jetzt in Ruhe das Häuschen erst hier fertig machen. Boah, wieder abbaut. Aber ich finde, HD-Pictures hätte auch schon was. Wenn man HD draufschmeißt, das ist auch schon nicht verkehrt. Hoppala. Ach, das kann auch wegbleiben. Jupp, jupp, jupp. Wie gesagt, das ist die erste Woche, die ich jetzt hier aufnehme für die erste Woche. Das heißt, ich habe noch keine großartigen Themen von euch selbst. Ich hoffe, dass das auch so noch wird. Dass da noch ordentlich Diskussionen bald in Rollen kommen. Dass wir eine schöne Community werden. Es gibt ja schon genug, mehr als genug, ich weiß, Minecraft-Communities, wie die ganzen anderen Minecraft-Zocker haben. Ich wünschte, ich hätte davon nur die Hälfte. Ich bin da gar nicht so anspruchsvoll. Also wenn ich das Ganze so mache, dann bin ich ja lange hier mit dran, das will ich ja auch nicht eigentlich. Aber wie gesagt, vielleicht wird's ja was. Ich mache natürlich keine, nicht nur Minecraft-Let's Plays. Es werden noch andere Sachen folgen. Aber wie gesagt, nicht Minecraft versuche ich jetzt täglich rauszubringen.
was schwer wird. In meinem Fall. Ich bin auch erst keiner so ein Let's Player, der jetzt davon lebt. Ne? Ich habe natürlich noch ein Real Life. Wenn ich das mein Haupteinkommen wäre, jetzt 8 Stunden lang Spiele aufzunehmen, dann wäre mir das sowas von Latte. Dann hätte ich aber doch kein Problem. Aber ich habe ja auch so meine privaten Wünsche. Ich gehe arbeiten. Ich habe auch andere Spielinteressen, ohne sie mal aufzunehmen. Ja, weil ich glaube, es interessiert keinen, mir jemand zuzugucken, wie ich bei WoW irgendwelche Dailies mache. Ich glaube, das will keiner. Weil, ne, das ist so eine Sache. Also habe ich auch mein eigenes Spielvergnügen noch, was läuft. Und das von uns allen. Und mein Hobby, sagen wir mal so. Das ist ja alles Hobby. Ich lebe davon ja nicht. Ich krieg ja, auch wenn ich Werbung anschalte, ich krieg sie ja andauernd gesperrt. Gerade Nintendo, die Drecksäcke, ne? Nintendo ist ja jetzt ganz knallhart. Ne? Die sind ja echt knallhart. Die sind ja jetzt hingegangen und haben dann gesagt gehabt, gut, alles klar, wenn wir Leute finden, die jetzt, die dürfen Let's Plays machen. Ich habe mich eher schon gefreut, denk so, boah, geil. Ja, endlich ist meine Wii U gerettet. Ich kann Let's Plays machen von Rayman und von und sowas, ja. Und ungelogen, meine Werbung, die ich hier schalte, ich mache ja keine riesigen Werbespots am Anfang. Es gibt ja die Kollegen, die haben richtige Werbespots am Anfang, die man halt wegklicken kann. Die könnte ich auch anmachen, klar. Aber ich habe so schon wenig Zuschauer. Ja, das lohnt sich überhaupt gar nicht, da jetzt Werbung zu schalten, die Leute wegdrücken müssen. Weil es gibt nichts Schlimmeres für einen, der unbekannt ist in dem Sinne. Wenn er da Werbung am Anfang geschaltet hat, dann interessiert sich das ja noch weniger. Die kennen die sowieso nicht, gucken nur mal vielleicht bei dir vorbei und, oh, Werbung, nee, komm, weg. Oh, jetzt kann man die nicht mal wegskippen. Oh, nee, komm, weg. Das ist scheiße. Aber zum Thema Nintendo zurück. Nintendo ist ja so clever gewesen, jetzt hat gesagt, ja gut, okay, die dürfen Let's Plays machen, aber sie dürfen nicht hingehen und dürfen da Werbung schalten. Aber die gehen hin und schalten in deine Videos Werbung ein. Weil das Bildmaterial denen gehört. So gesehen nicht das Bildmaterial, aber halt das Spiel und Copyright und sowas. Also gehen die... Du wolltest es doch gar nicht haben eigentlich. Naja, egal. Auf jeden Fall gehen die dann hin und dürfen dann schön Werbung einschalten in deine Videos. Ja? Du kriegst keinen Cent, aber die kriegen alles. Du hast die meiste Arbeit mit der Scheiße und musst die Kacke fertig bringen. Was soll ich denn noch machen? Ja, und die haben ihren Spaß damit und verdienen ihre Kohle damit, mit den Werbeeinnahmen. Schöne Idee. Nintendo also bei vielen Let's Playern mittlerweile gestorben für diese Aktion. Die Sperrung wäre ja die eine Sache, okay, das ist man mal gewöhnt, dann kriegt man mal eine E-Mail von wegen, hey, das könnte Copyright beinhalten. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber dann, wenn sie hingehen und sagen, hey, pass auf, wir sperren die, wir sagen die, du darfst ja keine Werbung, wir sperren dir quasi die Werbung, aber machen dafür unsere eigene Werbung. Das ist was anderes. Dann sage ich auch, nö, dann gibt es halt kein Nintendo mehr. Ja, dann gibt es kein, Rayman, da gibt es kein Zelda, ich will eigentlich Zelda weitermachen, Wind Waker HD. Mit der Synchronisation von mir und noch jemandem zusammen. Aber das spare ich mir jetzt. Definitiv. Ja. Wenn das so wäre, einfach nur, dass die meine Links löschen würden, meine Werbung, dann ist das ja kein Problem. Dann wäre mir das so furzegal. Dann wäre mir das Schnuppe. Dann wäre mir das scheißegal. Aber so, dass die dann daraus Profit machen mit meiner Arbeit, ist zwar Hobby, aber so lieb habe ich Nintendo auch nicht. Ich habe auch Nintendo sehr lieb eigentlich. Ja, ich habe jahrelang zu Nintendo gestanden. Jahrelang. Wofür? Dass sie mich verarschen am Ende. Dass sie mich verarschen wollen. So, es sieht aus wie ein kunterbuntes Haus, wie eine Irrenanstalt eigentlich. Willkommen in Mezzos Irrenhaus.